Alles klar für Weihnachten? Aye, aye, Captain! Geht das nicht lauter? Aye, aye, Captain! Oh! Wer wohnt in der Ananas-Gast, die viel mehr? SpongeBob, Schwammkopf, Saugschlag und gelben Popo ist uns zwar sehr. SpongeBob, Schwammkopf, wenn ihr seht nach pazifischem Blödsinn euch steht. SpongeBob, Schwammkopf, dann schwingt euch an Deck und kommt gar nicht zu spät. SpongeBob, Schwammkopf, SpongeBob, Schwammkopf, SpongeBob, Schwammkopf, SpongeBob, Schwammkopf, Weihnacht unter Wasser. Wir sind hier in Bikini Bottom. Das ist eine Kleinstadt ganz tief in der pazifischen Tiefsee. Hier wimmelt es vor Leben. Und hier ist eines meiner Lieblingslebewesen zu Hause, SpongeBob Schwammkopf. Und wie der Name schon sagt, ist er ein Tiefseeschwamm. Quadratisch, praktisch, gelb. Was? Ja, natürlich wohnt er in einer Ananas, ihr Dummerchen. Wie alle Jahre wieder wird auch in der Tiefsee das Weihnachtsfest gefeiert. Und weil Weihnachten die Zeit der Geschenke ist, habe ich heute für euch eine Überraschung parat. Amerikas Lieblingspirat Patchy ist live bei uns zugeschaltet. Yo, oh, oh, hallo! Ich bin Patchy, der Pirat, Präsident des SpongeBob Schwammkopf Fanclubs! Oh, Weihnachten! Potty, Patchys Papagei und gefiederter Spießgeselle, darf natürlich auch nicht fehlen. Weihnachten! Ganz genau, Potty. Es ist Weihnachten. Und auf allen Weltmeeren gibt's nichts Besseres als das Bikini Bottom Weihnachtsfest. Das ist schon eine ganz besondere Jahreszeit. Und ich sag euch, SpongeBob ist sicher schon mitten in den Weihnachtsvorbereitungen. Und unser alter Kumpel Patrick hilft bestimmt tüchtig beim Dekorieren. Ich bin rein weihnachtlich auch schon voll dabei. Was war das? Dreimal! Und wir wissen ja, was es heißt, wenn es dreimal läutet. Mann über Bord! Du hältst den Schnabel. Nein, es ist Zeit, die Fanpost zu öffnen. Oh, danke sehr, Potty. Also dieser Brief hier kommt von... Name der Redaktion bekannt. Und er schreibt, lieber SpongeBob, ich bin 10 Jahre alt und möchte wissen, ob du Weihnachten auch so gern magst wie ich. Mit besten Grüßen. Name der Redaktion bekannt. Oh, ich träum nicht, das ist wahr. Die schönste Zeit im Jahr. Die Flocken tanzen und der Wind ist kalt. Weihnachten ist bald da. Und ich weiß, die Augen unseres Weihnachtsmannes ruhen auf mir. Ja, welches Glück, welches Pläsier, denn seine Augen ruhen auf mir. Mein Haus ist ganz weihnachtlich verziert. Falalalalalalala, denn die Augen unseres Weihnachtsmannes ruhen auf mir. Nach einer schnellen, kurzen Schwammwäsche im Bad verlässt unser löchriger Freund sein Haus und begibt sich mit einem Liedchen auf den porösen Lippen zu Patrick. Weihnachtsmann lässt seine Augen auf uns ruhen. Er sieht alles, was wir tun, mit dem linken auf mir und dem rechten auf dir. Patrick hat einen Karton im Garten aufgestellt und SpongeBob wundert sich darüber. Was ist das? Das ist eine Falle. Eine Falle für den Weihnachtsmann. Mit Weihnachtsgebäck als Köder? Weihnachtsmann, da drin fange ich dich, dann tu was für mich. Halt alle Uhren an. Da haben wir, es ist wahr, Weihnachten das ganze Jahr. Fröhlich singend wandert unser Schwamm weiter über den verschneiten Meeresgrund. Die Augen unseres Weihnachtsmannes ruhen auf mir. Falalalalalala, ja, und wen seh ich da? So wie durch ne Kamera. SpongeBob besucht Sandy, die auch von der weihnachtlichen Stimmung inspiriert ein Liedchen trällert. Oh, heilige Weihnacht, bist stets rätselhaft. Ich misch nicht himmlischen Saft mit Zuckerwerk, sind das Geheimnis deiner Pracht. Fröhliche Weihnachten, Sandy. Fröhliche Weihnachten, SpongeBob. Flotten Schrittes begibt sich SpongeBob nun zu seinem Arbeitsplatz in die krosse Krabbe. Weihnachtsmann lässt seine Augen auf mir ruhen. Hey, Mr. Krabs, freuen Sie sich auf Weihnachten?
Natürlich, das ist die schönste Zeit des Jahres. Denn wie wir alle wissen, ist es die Zeit des Nehmens. Meinen Sie nicht die Zeit des Gebens? Ganz genau. Je mehr ihr alle gebt, desto mehr nehme ich ein. Und sogar Plankton hat das Weihnachtsfieber erwischt. Die Augen hat der Weihnachtsmann auf mir. Er hat es mit angesehen, jeden noch so finsteren Plan. Ja, ich muss es gestehen, seine Augen sehen mich an. Jede böse Tat ist säuberlich notiert. Drum ist mein Weihnachtsstrumpf auch stets mit Kohlen ausstaffiert. Der Weihnachtsmann würde dir sicher auch was Richtiges schenken, wenn du nicht der schlimmste Fiesling in der Gegend wärst. Da bin ich dir schon weit voraus, Weib. Im uns bekannten Universum existiert genau ein Element, das auch den nettesten Kerl in einen ekligen Fiesling verwandelt. Und ich, Plankton, habe es entdeckt. Sieh und staune, Fisonium. Ich werde ganz Bikini Bottom mit der unschuldigsten aller Weihnachtsleckereien beschenken, dem Früchtekuchen. Und jede einzelne Scheibe davon wird mit Fisonium versetzt sein. Wer es zu sich genommen hat, wird unweigerlich zum übelsten, ekligsten, fiesesten Fiesling überhaupt. Dann wird der Weihnachtsmann feststellen, dass Sheldon B. Plankton gar kein so schlechter Kerl ist. Und dann bekomme ich endlich, was ich mir wirklich zu Weihnachten wünsche. Und zwar die Krabbenburger-Geheimformel. Aha! Und nun zu der wichtigsten Zutat, Fisonium. Okay, Fisonium, tu dein Werk. Es ist vollbracht. Plankton belädt sein Fahrzeug mit dem heimtückischen Früchtekuchen. Eine neue Erfindung soll die Kuchen gut verteilen. Dieser Fisomat 5000 macht das Verteilen von vergiftetem Früchtekuchen zum Vergnügen. So, wer könnte denn mein erstes Opfer sein? Da muss er ja gar nicht lange warten, denn schon kommt SpongeBob neugierig angelaufen. Hey, Plankton, was hast du denn da? Hey, ist das etwa ein Früchtekuchenspender? Da ist nicht zufällig auch ein Stück für mich drin, oder? Na, aber gern, du Früchtchen, bitte sehr. Klasse. Wir backen mit Fleiß, ganz frisch und heiß. Heiß. Wow, das schmeckt klasse. Tja, und wie fühlst du dich denn? Leicht launisch? Nein. Reichlich reizbar? Mm-mm. Oder vielleicht so ein kleines bisschen fies? Nein, ich fühle mich so, wie dieser Kuchen schmeckt. Absolut herrlich. Er hat wohl ein Stück ohne Fisonium erwischt. Hier, versuch noch mal eins. Da greife ich gerne zu. Und kocht dir der Zorn schon hoch? Wieso denn? Ich kann doch unmöglich zornig sein, weil meine Geschmacksknospen im Weihnachtsglück nur so schwelgen. Nimm dir noch mehr. Hier ein ganzer Leib. Hier sind noch mal 13. So, und jetzt? Und jetzt sollten alle deinen wunderbaren Früchtekuchen probieren. Ach, weißt du was? Nimm dir so viel du willst. Nichts als heiße Luft mit diesem Furzonium. Mein Geschenk an Bikini Bottom. Ach, hör mir doch auf, ist doch alles Quatsch. Plankton verschwindet deprimiert in seiner Spelunke. Und SpongeBob ist so begeistert vom Früchtekuchen, dass er ihn in fröhlichster Weihnachtsstimmung weiterverteilt. Die ersten, die von ihm beglückt werden, sind drei Weihnachtssänger. Hallo, Freunde des Liedguts. Wollt ihr ein Weihnachtshäppchen? Aber gerne, SpongeBob. Ein Häppchen geht doch immer rein. Und los geht's. Nichts Ökelstimmbänder besser als ein Stück Früchtekuchen. Haut rein. Das ist wie ein Geschenk für meinen Gaumen. Ich wusste, der schmeckt euch. Doch kaum erreichen die ersten Krümel den Magen, verändern sich die eigentlich so fröhlichen Gesellen. Hey, was soll das? Sind wir zum Kuchenessen oder zum Singen hier? Boah, nun reg dich nicht auf, Bill. Was möchtest du denn singen? Also, ich will das einzig anständige Weihnachtslied singen, das es gibt. Und das ist Stille Nacht. Von Anfang. Und die Eins. Und die Zwei. Und die... Nein! Lass stecken, ja? Wir singen das beste Weihnachtslied überhaupt. Und das ist O, du Fröhliche! Bei dir ist gleich Schluss mit Fröhlich! Also, ich finde, wenn hier was gesungen wird, dann O Tangenbaum! Bist du denn noch ganz sicher? Das ist doch überhaupt kein Weihnachtslied. Toll, diese Leidenschaft, soweit es um Weihnachten geht. Auf Planktons Gefährt fährt SpongeBob weiter. Die drei Weihnachtssänger unterdessen werden zusehends aggressiver. Plankton hört das Geschrei und kommt wieder heraus.
Was soll denn dieser Lärm? Aha, also doch, das Frisonium wirkt wirklich ganz schön fies. Äußerst interessant. Mitten durch Bikini Bottom zieht eine prächtige Weihnachtsparade. SpongeBob ist begeistert und verteilt weiterhin den gefährlichen Früchtekuchen. Oh, klasse, eine Weihnachtsparade. Die perfekte Gelegenheit, um fruchtige Freuden zu verteilen. Versucht nur den leckeren Früchtekuchen. Ich verspreche, er wird euch toll schmecken. Sperrt den Mund auf, schiebt's euch rein. Schließt wie warmer Sonnenschein. Esst euer vorweihnachtliches Klischee. Liebend gern wird der Früchtekuchen angenommen und gierig verspeist. Schon nach wenigen Sekunden schlägt sich halb Bikini Bottom. Und die Weihnachtsparade endet mehr einer außer Kontrolle geratenen Halloween-Party. Sperrt den Mund auf, schiebt's euch rein. Früchtekuchen, der ist fein. Schön ist die Vorweihnachtszeit, juchhe! SpongeBob nähert sich dem Wagen des Weihnachtsmannes, der einen kleinen Jungen auf seinem Schoß sitzen hat. Hohoho, ho, ho, so mein Junge, was wünschst du dir denn zu Weihnachten? Ich will einen Schlitten und ein Kettcar und ein Fahrrad und eine Eisenbahn. Tag Weihnachtsmann, ein Stück Früchtekuchen. Und eine Wasserpistole und einen Hubschrauber und irgendwas habe ich vergessen. Nach dem Genuss des Kuchens ähnelt der Weihnachtsmann mehr einem Zombie. Und er führt sich auch so auf. Sag mal, warum suchst du dir nicht einfach einen Job und kaufst dir den ganzen Schrott selbst? Ach ja, und übrigens, die Zähne putzen könntest du dir auch. Die Zustände erinnern an den Wilden Westen. Und selbst der war dagegen noch harmlos. Plankton ist von der Wirkung seiner Erfindung begeistert. Triumph! Schon bald werden alle Bikini-Bottomer Fieslinge sein. Jetzt habe ich eigentlich nur noch ein Problem. Was mache ich mit dem gelben Verrückten? Plankton lässt seine Computerfrau eine Analyse durchführen. Schon wieder ein perfider Plan von dir, der fatal gefloppt ist. Anscheinend wirkt SpongeBobs unschuldige Liebe zu Weihnachten wie ein Schutzschild gegen die Wirkung des Fisoniums. Das kitzelt. Fischmehl! Der olle Quadratschädel ist ganz schädlich für mein freundlich zu fies Verhältnis. Nun wird es wohl Zeit für den Übergang zu Plan B. Planktons Plan B ist ein Roboter, der SpongeBob zum Verwechseln ähnlich sieht. Nach dem Aufziehen mit einem Schlüssel, der im Rücken steckt, soll der Roboter loslegen. Plan B, das ist Karen. Los, mein automatischer Agent von Ärger und Aggression, zerstöre SpongeBobs guten Ruf! Ich bin bereit. Der Roboter geht zuerst zur Krossenkrabbe, um dort Mr. Krabs geliebte Lichtreklame zu zerstören. Was ist denn los hier draußen? Ach, du bist es nur, SpongeBob. Aber SpongeBob, du warst ein böses, böses Spielzeug. Aber sehen wir jetzt einmal, wie es Patchy geht. Oh, das Postauto fällt einen Abhang hinunter. Unglaublich, dass wir diesen üblen Autounfall ohne einen Kratzer überlebt haben. So, hier liegt also das Problem. Das ist gar nicht gut. Ach, ein Loch im Reifen sieht trauriger aus als eine Träne auf dem Trittbrett. Puh, ist das kalt hier. Wisst ihr was, ihr Kinder zu Hause? Kocht euch einen schönen heißen Kakao, während Potti und ich ein Feuer machen. Es wird Abend. Und Patchy sammelt etwas Holz und macht ein Feuer. Hallo Kinder, es ist so kalt. Meine Augenklappe kriegt Risse. Und hier gibt es weder Essen noch Wasser. Weder Wasser noch Essen. Und das seit 20 Minuten. Mann, ich könnte jetzt ordentlich Buffalo Wings in mich reinschaufeln. Das wäre doch toll, Potty, hä? Und dazu ein Blauschimmelkäsesüßchen. Patchy stürzt sich in seinem Hungerwahn auf Potty, erwischt ihn aber nicht und beißt gierig in eine Baumrinde. Patchy, was tust du denn da? Entschuldige, Potty, was ist da nur in mich gefahren? Ich hab nur solchen Hunger. Schon in Ordnung, Patchy, ich kann dir doch nie böse sein. Aber Potty geht's nicht anders. Auch er verfällt in ein Hungerdelirium
und hackt plötzlich auf Patchys Kopf herum, den er für eine Pickstange hält. Was siehst du mich so an, du Vogel? Was tust du denn da? Unser gelber Schwamm befindet sich nun auf dem Nachhauseweg. Unterwegs trifft er die Weihnachtssänger wieder. Ihr seid fröhliche Weihnachten, Freunde. Das kannst du dir in die Socke stopfen. Na, das klang aber nicht sehr nett. Und als er an der krossen Krabbe vorbeifährt und seinen Boss grüßt, ist dieser auch nicht gut, auf ihn zu sprechen. Frohe Festtage, Mr. Krabs. Was? Na hör mal, du hast ja Nerven, SpongeBob. Das zieh ich dir alles vom Lohn ab, klar? Was ist denn bloß los? Und auch Patrick hat sich irgendwie verändert. Na, mein Freund, was machst du da? Das ist doch wohl offensichtlich blöd, Bob. Ich esse Früchtekuchen und baue eine Tigerfalle für den Weihnachtsmann. Mach dich von der Alge, ich hab hier zu tun. Hey, schon gut, du brauchst nicht gleich fies zu werden deshalb. Die Leute sind so angespannt heute, liegt sicher am Vorweihnachtsstress. Dann bricht der heilige Abend an. Es schneit und SpongeBob tritt vor die Tür. Ach, heiliger Abend, wenn ganz Bikini Bottom von Freundlichkeit erfüllt ist. Nun ja, die Passanten auf der Straße verhalten sich nicht gerade freundlich. Fröhliche Weihnachten, Frankie. Auch dir fröhliche Weihnachten, Johnny. Oder eher Feindlichkeit. Wenn die Leute sich nicht besser benehmen, fliegt der Weihnachtsmann dieses Jahr an Bikini Bottom vorbei. Ich brauche dringend Hilfe. SpongeBob läuft zu Thaddäus rüber. Thaddäus! Ich bin nicht zu Hause. Faule Fische, was mache ich denn jetzt nur? Geh doch einfach Sandy auf die Nerven. Gute Idee, Nachbar. Ich danke dir, wenn du zu Hause bist. Kaum ist SpongeBob fort, taucht sein Ebenbild, der Roboter, bei Thaddäus auf. Ich sagte, ich bin nicht zu Hause. Der Roboter reißt die Tür aus den Angeln und knallt sie Thaddäus auf seinen weichen Kopf. Gib mir sofort meine Tür zurück. Sandy, ich brauche deine Hilfe. Es ist heiliger Abend und ganz Bikini Bottom benimmt sich gemein und fies. Wir müssen herausfinden, wieso. Tja, aber auch Sandy hat von dem Kuchen gegessen und zeigt sich SpongeBob gegenüber sehr launisch. Warum soll ich den Fieslingen helfen? Weil sie so fies geworden sind, dass ihnen Weihnachten egal ist. Das ist ein Problem. Problem? Mein Problem ist, dass kein Früchtekuchen mehr da ist. Jetzt habe ich bloß noch diese öden, blöden Nüsse zu essen. Oh, das Problem ist nicht der Früchtekuchen. Das Problem ist, dass alle einschließlich dir sich benehmen wie gemeine Fieslinge. Ich muss dem wohl allein auf den Grund gehen. SpongeBob rutscht auf einem Stück Kuchen aus. Das Stück wird in die Luft geschleudert und landet dann in Sandys Analysator. Klapperschlangen-Mistduft-Bob, jetzt ist Früchtekuchen in meinem Weihnachtszauber-Analysator. Brat mir einen Ochsenfrosch, mein Analysator hat was in dem Früchtekuchen entdeckt. Das ist ja furchtbar. Wieso, was denn? Der Früchtekuchen ist mit Fisonium verseucht worden. Deswegen bin ich so fies und schlecht gelaunt wie eine Schlange mit einer Schuppenflechte. Fisonium ist das schlechte Laune-Element überhaupt und dein Früchtekuchen ist voll davon. Woher hast du den eigentlich? Von Plankton, der hat ihn gemacht. Du lässt dir von Plankton Essen geben und verteilst es in der ganzen Stadt? Ja, genau. Du bist echt ein Doofbob. Ja, genau. Kein Wunder, dass alle gemeine Fieslinge sind. Oh nein, ich habe so viel davon gegessen, ich müsste der größte Fiesling in der Stadt sein. Fies ist was anderes. Aus irgendwelchen Gründen hat es auf dich keine Wirkung. Es muss die Kombination aus einem winzigen Hirn und einem reinen Herzen sein. Du bist immun gegen Fisonium, aber wir anderen brauchen alle ein Gegengift. Ich lass den Analysator mal die Formel ausrechnen. Also mit so einer Formel kann ich leider überhaupt nichts anfangen. Das ist doch keine Formel, das ist ein Lied. La 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 la. Kaum hat der gelbe Schwamm ein paar Takte getrellert, verwandelt sich Sandy wieder. Da siehst du's, das Lied ist das Gegengift. SpongeBob begibt sich sofort in die Stadt. Dort herrschen immer noch Chaos und Gewalt. Mit dem Lied versucht er, den bösen Bann zu brechen. Was? Das sagt der Richtige. Ahoi, liebe Leute. Bring Glück in die Welt, es ist nie zu spät. Auch wenn die Welt sich nicht um dich dreht. Drum sei nicht fies. Es ist Weihnacht.
seid nett zu Babys und zu Tieren und Senioren auch. Denn dann sind sie da, wenn du sie brauchst. Setz den Winker ran, wenn ich's bin. Hab beim Hämmern das ganze Haus im Sinn. Spuck den Kaugummi nicht so leichtfertig aus. Drück aus den Tuben auch die Reste raus. Ja, sei nicht fies. Es ist Weihnacht. Es ist Weihnachten. Wenn der andere redet, unterbrich ihn nicht. Zieh niemanden runter und von Kind tu deine Pflicht. Wenn du mit deinen Freunden euer Weihnachtsfest genießt, denk dran und sei immer fröhlich, nicht fies. Fröhlich, nicht fies. Es sind so viele Päckchen, doch nicht alle sind dein. Kein Grund, deshalb böse zu sein. Ja, sei nicht fies. Sei nicht fies. Es ist Weihnacht. Es ist Weihnachten. Sei nicht fies. Es ist Weihnacht. Und trotz der mäßig angenehmen Stimme unseres Schwammes kehrt wieder der weihnachtliche Friede ein. Gratuliere, mein Freund, dein Lied hat funktioniert. Und keinen Moment zu früh, der Weihnachtsmann müsste gleich hier sein. Du hast recht, Minion, da kommt er schon. Was für eine Freude, Weihnachtsmann, du bist hier. Ho, 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 immer mit der Ruhe, mein Junge. Ich befürchte, ich habe schlechte Nachrichten. Oh nein. Oh doch, auf meiner großen Liste steht ihr alle unter Böse. Unter Böse, aber... Ich will kein Aber hören, ihr wart viel zu fies zueinander. Aber... Was aber? Kohlen sonst gibt's nichts für euch, außer für Plankton. Was? Ich bin so überrascht wie ihr auch, aber verglichen mit euch anderen war er ein Heiliger. Nun ist Bescherung, Sheldon. Ich glaube, das hier hast du dir doch gewünscht. Meine Geheimformel, wo hast du die denn her? Ich hab meine Methoden. Aber Weihnachtsmann, du liegst völlig falsch. Ganz im Gegenteil, SpongeBob. Du bist der Schlimmste von allen. Da siehst du es doch, welches Unheil du anrichtest. Da taucht der Roboter auf und stößt unsanft einige Passanten zu Boden. Dann stampft er auf den Weihnachtsmann zu. Uh-oh. Ich bin bereit, Weihnachten zu vernichten. Weihnachten vernichten. Du willst den Weihnachtsmann? Da musst du erst an mir vorbei. Was für den Koloss aus Stahl auch nicht schwer ist. Der Roboter packt sich den Weihnachtsmann. Du weißt schon, dass das als böse vermerkt wird. Du lässt jetzt sofort den Weihnachtsmann los, du billiges Blechimitat! SpongeBob beschießt sein Ebenbild aus Stahl mit Früchtekuchen. Und anscheinend ist das Modell dieser Brutalität nicht gewachsen. Gebacken mit Fleiß, frisch und heiß! Der Roboter explodiert. Der Weihnachtsmann bedankt sich bei unserem Schwamm für dessen Hilfe. Dank dir, dass du mir die Popöckchen gerettet hast. Ach, das war doch gar nichts. Du bist wirklich und wahrhaftig ein guter Kerl, im Gegensatz zum Eigentümer dieses Aufziehungeheuers. Da entdeckt der Weihnachtsmann den Aufziehschlüssel. Und nicht nur das, es steht sogar eine Adresse drauf. Was haben wir denn da? Falls gefunden, bitte im Abfalleimer abgeben. Plankton? Uh-oh. Gib sie einfach her, Sheldon, mach's nicht noch schlimmer. Ja. Okay, Jungs, geben wir Plankton, was er verdient. Plankton wird mit einer Ladung Kohlen überschüttet. Danach verabschiedet sich der rote Geselle. Wiedersehen, ihr Leute. Inzwischen hat auch Patchy den Nordpol erreicht und ein Schild weist den Weg zur Werkstatt des Weihnachtsmannes. Werkstatt des Weihnachtsmanns? Hier bin ich, Weihnachtsmann! Ich komme! Auf keinen Fall gehe ich da rein. Hallo! Freudig gestimmt, den Weihnachtsmann gefunden zu haben,
überreicht ihm Patchy seinen Wunschzettel. Ich habe nur einen einzigen Wunsch zu Weihnachten. Und zwar ein Treffen mit meinem Helden SpongeBob Schwammkopf. Da hat der gute alte Weihnachtsmann allerdings ein paar Einwände. Geh weg! Aua! Ich würde sagen, der Diebstahl eines Postautos fällt eindeutig unter Böse. Was sagst du dazu, Potty? Das meine ich auch, Weihnachtsmann. Ho, 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 ho. Fröhliche Weihnachten! Alles klar für Weihnachten? Ei, ei, Captain! Geht das nicht lauter? Ei, ei, Captain! Oh! Wer wohnt in der Ananas-Gasse viel mehr? SpongeBob, Schwammkopf, Saugschlag und gelb und porös und zwar sehr. SpongeBob, Schwammkopf, wenn der Sinn nach pazifischem Blödsinn euch steht. SpongeBob, Schwammkopf, dann schwingt euch an Deck und kommt gar nicht zu spät. SpongeBob, Schwammkopf. SpongeBob, Schwammkopf, SpongeBob, Schwammkopf, SpongeBob, Schwammkopf, Weihnacht unter Wasser. La 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 la. Wir sind hier in Bikini Bottom. Das ist eine Kleinstadt ganz tief in der pazifischen Tiefsee. Hier wimmelt es vor Leder. Und hier ist eines meiner Lieblingslebewesen zu Hause, SpongeBob Schwammkopf. Und wie der Name schon sagt, ist er ein Tiefseeschwamm. Quadratisch, praktisch, gelb. Was? Ja, natürlich wohnt er in einer Ananas, ihr Dummerchen. Wie alle Jahre wieder wird auch in der Tiefsee das Weihnachtsfest gefeiert. Und weil Weihnachten die Zeit der Geschenke ist, habe ich heute für euch eine Überraschung parat. Amerikas Lieblingspirat Patchy ist live bei uns zugeschaltet. Yo, oh, oh, hallo! Ich bin Patchy, der Pirat, Präsident des SpongeBob Schwammkopf Fanclubs! Oh, Weihnachten! Potty, Patchys Papagei und gefiederter Spießgeselle, darf natürlich auch nicht fehlen. Oh, Weihnachten! Ganz genau, Potty. Es ist Weihnachten. Und auf allen Weltmeeren gibt's nichts Besseres als das Bikini Bottom Weihnachtsfest. Das ist schon eine ganz besondere Jahreszeit. Und ich sag euch, SpongeBob ist sicher schon mitten in den Weihnachtsvorbereitungen. Und unser alter Kumpel Patrick hilft bestimmt tüchtig beim Dekorieren. Ich bin rein weihnachtlich auch schon voll dabei. Was war das? Dreimal! Und wir wissen ja, was es heißt, wenn es dreimal läutet. Ah, Mann über Braut! Du hältst den Schnabel. Nein, es ist Zeit, die Fanpost zu öffnen. Oh, danke sehr, Potty. Also dieser Brief hier kommt von... Name der Redaktion bekannt. Und er schreibt, lieber SpongeBob, ich bin 10 Jahre alt und möchte wissen, ob du Weihnachten auch so gern magst wie ich. Mit besten Grüßen. Name der Redaktion bekannt. Eine sehr gute Frage. Aber wisst ihr was? In Bikini Bottom feiern sie noch nicht lange Weihnachten. Ah, wirklich nicht? Nein, nein, meine zartgefiederte kleine Nervensäge. Es gab eine Zeit, in der Weihnachten in Bikini Bottom völlig unbekannt war. So, und genau das ist der Grund, warum Patchy und Potty heute mit von der Partie sind. Patchy hat mir die Weihnachtsgeschichte von Bikini Bottom erzählt. Und die ist so wunderbar, gefühlvoll, zauberhaft und anrührend, dass ich sie euch nicht vorenthalten möchte. Hey, wer will die Geschichte von SpongeBobs allererstem Weihnachten hören? Dann geht's jetzt los! Wie so oft ist unser gelber Schwammkopf auf dem Weg zu seiner Eichhörnchenfreundin Sandy. Sandy gilt im Gegensatz zu SpongeBob als ungeheuer sportlich. Und heute will SpongeBob ihr mal zeigen, was eine Harke ist. So, gleich schleiche ich mich an und schlage Sandy mit einem super schwierigen Karate-Schlag. Voller Vorfreude erreicht SpongeBob den Eingang der großen, luftgefüllten Glaskuppel, unter der die Exil-Texanerin ihr Unterwasser-Zuhause hat. Gerade rechtzeitig genug,
um durch die Scheiben zu sehen, wie Sandy irgendwelche dicken, schwarzen Kabel zusammensteckt. Welche diabolische Tat hat sie jetzt wieder vor? Und Bruchteile von Sekunden später, ihr wunderschöner Laubbaum in gelben, roten, grünen und blauen Flammen steht. Feuer! Keine Panik, Sandy! Ich komme schon! Wie ihr euch denken könnt, weiß ein echter Meeresschwamm, was zu tun ist. SpongeBob füllt einen großen Eimer mit pazifischem Tiefseewasser, rennt in die Kuppel und schüttet es eifrig über Sandy und den Baum. Als er erkennt, dass der ganze Baum über und über mit bunten Lämpchen geschmückt ist. Hier war dann wohl doch kein Feuer. Was bei allen Südstaaten war denn das wieder für eine Aktion? Hast du noch nie einen Weihnachtsbaum gesehen? Weihnachtswer? Was? Du weißt nicht, was Weihnachten ist? Ist das ein Freund aus Texas? Nein, das gibt's nicht. Du weißt wirklich nichts über Weihnachten. Erzähl mir mehr über dieses Weihnachten. Und Sandy erzählte die zauberhafte Geschichte von der Krippe und den drei Waisen. Vom starken Knecht Ruprecht erzählte sie und von fliegenden Rentieren. Aber das Schönste war, als sie von dem erzählte, den man den Weihnachtsmann nennt. SpongeBob saugt Sandys Geschichten auf wie ein Schwamm. Kann es etwas Tolleres geben als dieses Weihnachten? Das muss er sofort weitererzählen. Keine halbe Stunde später sitzt er in der Krossen Krabbe, dem berühmten Imbissrestaurant in Bikini Bottom, und schildert schwammklein, was er von seiner weihnachtserfahrenen Freundin gehört hat. Sein Chef, Mr. Krabs, sein Freund Patrick und sein Kollege und Nachbar Thaddäus hören ihm mit großen Ohren zu. Und alle tun so, als ob sie Früchtekuchen mögen. Aber das Beste ist, man kann ihm einen Brief schreiben, also dem Weihnachtsmann, und ihm sagen, was man sich wünscht. Und dann kommt er angeflogen und bringt es einem. Fast wie ein Flaschengeist. Mr. Krabs, Bikini Bottom weit bekannt für seine Liebe zu Geld und Eigentum, frohlockt. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber jeder, der in dieser Welt freiwillig Sachen verschenkt, ist ein Freund von mir. Das ist die richtige Einstellung. SpongeBob drückt Mr. Krabs Papier und Griffel in die Schere. Hier, Sie können gleich mit Ihrem Brief anfangen. Es ist doch völlig unfassbar, dass man einen Tag feiert, an dem ein kostümierter Fettsack in Häuser einbricht und Geschenke hinterlässt. Thaddäus kommentiert das Ganze mit gewohnt mürrischem Gesicht. Fast wie ein Flaschengeist. Sei still, du Nörgler! Ich versuche mich zu konzentrieren. Mr. Krabs hält Thaddäus seinen angefangenen Brief an den Weihnachtsmann unter die Nase. Das Ding ist so gut wie ein Blankoscheck, ausgestellt von der himmlischen Sparkasse des Weihnachtsmanns. Auweia. Ja. Na schön, wer ist der Nächste? Oh ja, ich. Da hast du dein Blatt. Da sind ja gar keine Buchstaben drauf. Noch nicht. Na los, Thaddäus, schreib auch einen Brief. Wann wirst du endlich mal erwachsen? Niemand wird mir irgendwas schenken, bloß weil ich ihm einen dämlichen Brief schreibe. Jetzt habe ich mein Papier zerrissen. Kann ich noch eins haben, bitte? Na klar, Kumpel, hier hast du. Patrick hat irgendwie Probleme mit seinem Brief. Aber wozu hat man Freunde? Nein, nicht schon wieder! Komm mal her, ich zeig's dir. SpongeBob nutzt gleich die Gelegenheit, um seinen eigenen Weihnachtsbrief zu schreiben. Lieber Weihnachtsmann, du fragst dich sicher, was ich mir zu Weihnachten wünsche. Ich möchte nur, dass du die netten Leute hier in Bikini Bottom besuchst. Das ist mein Wunsch. SpongeBob rollt den Brief zusammen und steckt ihn in eine leere Flasche, die er sorgfältig verstöpselt. Dann zieht er Patrick nach draußen und zeigt ihm, wie er dem Weihnachtsmann, der laut Sandys Aussagen ja über dem Meeresspiegel wohnt, seine Post zukommen lassen will. Guck mal, ich habe ein Gerät gebaut, um Flaschenpost an die Oberfläche zu schießen. Unsere ganzen Hoffnungen hängen am Erfolg des Jungfernflugs. SpongeBob steckt seine Flasche in die Abschussmaschine. Feuer im Rohr! Und jagt sie mit Karacho an die Oberfläche der pazifischen Tiefsee. Weihnachtsmann! Patrick schaut erwartungsvoll nach oben. Wo ist er denn? Er kommt erst Heiligabend. Hinter Patricks Rücken taucht aufgeregt Mr. Krabs auf. Okay, meine Forderung, mein Brief kann verschickt werden. Das ist ja schön. Was haben Sie sich denn gewünscht? Ein Pony. Ernsthaft? Mit Satteltaschen voller Geld! Zack, feuert SpongeBob den Brief seines Arbeitgebers ab. Meinen kannst du auch abschicken. Und was hast du dir gewünscht? Noch mal ein Blatt Papier. Ruckzuck hat SpongeBob alle Flaschen voll zu tun, denn
Peter Patrick steht mittlerweile eine ganze Schlange von Weihnachtsmann-Briefabsendern. Hatte sich SpongeBobs hohe Kunde doch wie ein Lauffeuer im Bikini Bottom verbreitet. Was hast du dir gewünscht, Kleine? Schneidezähne! Ein neuer Hut wäre gut. Ich brauche eine neue Frisur. Ich hätte gern ein Glas Wasser für meine Zähne. Unvermittelt taucht ein wohlbekannt, mürrisches Gesicht in der freudig erregten Menge auf. Entschuldigung, Platz da, aus dem Weg. Hey, Thaddäus, das freut mich. Was wünschst du dir? Ich wünsche mir, dass die Bevölkerung von Bikini Bottom dem dümmlichen Geplapper, das ständig aus dem Mund dieses Debilen strömt, keinerlei Aufmerksamkeit mir schenkt. Mein lieber Schwan, vielleicht schenkt mir der Weihnachtsmann ja ein Wörterbuch, damit ich verstehe, was du gesagt hast. Okay, Freunde, wir müssen uns jetzt auf die Ankunft des Weihnachtsmannes vorbereiten. Zeigen wir ihm, wie sehr wir uns auf ihn freuen. Hurra! SpongeBob und all die anderen Weihnachtsbegeisterten stimmen ein fröhlich Lied an, gegen das Thaddäus missmutig ansingt. Ich freue mich ganz doll auf den herrlichen Weihnachtstag, wenn alles so ist, wie ich's ganz besonders mag. Da hat gerade jemand den alten Baum gefällt. Habt ihr mich denn noch nicht genug gequält? Die ganze Welt scheint in Liebe vereint zu sein. Geht bloß weg, sonst hau ich euch noch kurz und klein. Es ist fast so, als ob's zum ersten Mal Weihnachten wär. Es gibt Geschenke, Weihnachtskugeln und Mengen an Schnee. Ich glaub's ja nicht, bin ich da unter Mr. Zweigsee. Was, wer ich? Oh, so spät ist es schon, ich muss gehen. Weihnacht ist die Zeit der Brüderlichkeit. Brüderlichkeit. Ich hab sogar für dich ne Kleinigkeit. Sogar der Abfalleimer riecht süß und nach Gastlichkeit. Ja. Es ist fast so, als ob's zum ersten Mal Weihnachten wäre. Lass mich in Ruhe, ich hab keine Zeit für dich. Komm vors Haus, das gefällt dir doch sicherlich. Mach diesen Schotter weg, und zwar schlagartig. Vorsicht, sonst verbrennt ihr euch jämmerlich. Heute ist alles so friedlich und weihnachtlich. Ein Stern auf dem Baum macht die Sache erst ansehnlich. Es ist fast so, als ob es zum ersten Mal Weihnachten wäre. Es ist fast so, als ob es zum ersten Mal Weihnachten wäre. In Bikini Bottom ist alles und jedes. Und jede und jeder bereit für die Ankunft des Weihnachtsmanns. Die Gebäude erstrahlen in festlichem Glanz. Die Mistelzweige sind aufgehängt. Die Früchtekuchen sind gebacken. Sämtliche Koralläste sind mit Lichterketten umwickelt. Selbst das Haus von Thaddäus haben SpongeBob und Patrick geschmückt. Auch SpongeBobs Weihnachtsbrief-Flaschenpost-Abschussmaschine hat ihren Dienst getan. So, das war der letzte Brief. Moment, Thaddäus hat noch keinen Brief geschrieben. SpongeBob Thaddäus, flitzt zu Thaddäus' Schreibpult. Aber Thaddäus hat alles andere als Briefe im Kopf. Denn er geht gerade einer seiner Lieblingsbeschäftigungen nach. Klarinette spielen. Was wird das schon wieder? Mach dir keine Sorgen, ich helfe dir mit dem Anfang. Lieber Weihnachtsmann. Hör mal, vergiss es einfach. Stimmt zu formell. Hey, Weihnachtsmann. Ich hab gesagt nein. Lieber doch hallo. Ich schreibe keinen Brief an eine Ausgeburt deiner Fantasie. Aber Thaddäus, wenn er dann kommt, dann kriegst du als Einziger keine Geschenke. Ach, hör mal, wie oft muss ich dir das eigentlich noch sagen? Ich glaube nicht an den Weihnachtsmann. Ach komm, bitte, du musst doch nur einen kleinen Brief schreiben. Was hast du schon zu verlieren? Meine Selbstachtung und meine geistige Gesundheit. Thaddäus setzt SpongeBob vor die Tür. Ach, Thaddäus, aber bitte. Damit hat er noch längst nicht seine Ruhe. Denn alle in Bikini Bottom unterstützen den Schwammkopf. Es gibt keinen Weihnachtsmann, alles Quatsch! SpongeBob erzählt nichts als Blödsinn! Diese Idioten schlagen sich die Nacht um die Ohren, aber ich werde seelenruhig schlafen. Mit einem überheblichen Grinsen begibt sich Thaddäus zu Bett. Doch das seelenruhig Schlafen kann er haken. Oh, heute Nacht kommt der Weihnachtsmann, heute Nacht kommt er an.
Heute Nacht kommt der Weihnachtsmann, heute Nacht kommt er an. Ihr macht das ganz prima. Los, wir singen so lange weiter, bis er kommt. Heute Nacht kommt der Weihnachtsmann, heute Nacht kommt er an. Ganz Bikini Bottom, mit Ausnahme von Thaddäus selbstverständlich, singt die ganze Nacht und singt bis zum Weihnachtsmorgengrauen. Hey, wo ist der Weihnachtsmann? Er müsste jeden Moment kommen. Heute Nacht kommt der Weihnachtsmann, heute Nacht kommt er an. Du hast uns angelogen, du Märchenerzähler. Kommt, wir haben hier genug Zeit verschwendet. Die Menge zerstreut sich. Hey Leute, habt ihr kein Durchhaltevermögen? Er hat sich wahrscheinlich nur verspätet. Er ist wahrscheinlich gerade noch beim Essen. Nur SpongeBob und Patrick bleiben bei der Stange, besser gesagt beim Weihnachtskorallenbaum. Doch als die Stunden ins Meer gehen, ohne dass sich etwas tut, schleicht auch Patrick von dannen. Vertraue nie einem Flaschengeist. Und lässt den völlig erschöpften SpongeBob allein zurück. Thaddäus dagegen ist ausgeschlafen. Ist es schon Tag? Oh, Junge! Und topfit. Die beste Verfassung, um den armen SpongeBob so richtig zum Schwamm zu machen. Fröhliche Weihnachten! Ho, ho, ho! Ha, ha, ha! Fröhliche Weihnachten! Moment, oh, ich sehe ein wunderbares Weihnachtsmotiv. Thaddäus zückt seine Kamera. Hier in die Mitte. Sag Weihnachtsmann! Weihnachtsmann! Und schießt sein ganz persönliches, schadenfrohes Erinnerungspolaroid von einem völlig zerknautschten, ausgewrungenen Schwammkopf. Unser erstes Weihnachtsfest. Es ist fast so, als ob zum ersten Mal Weihnachten wäre. SpongeBob schaut Thaddäus geknickt an. Du hast völlig recht gehabt. Weihnachten ist wirklich doof. Und bricht in Tränen aus. Ich hab da doch was für dich. Zitternd drückt er Thaddäus ein Päckchen in die Hand. Was ist das? Ein Geschenk. Ich hab's für dich gemacht, damit du dich nicht so alleine fühlst, wenn der Weihnachtsmann kommt. Oh, naja. Ich wusste ja nicht, dass ich... Gern geschehen. Thaddäus macht sich ans Geschenk auspacken. Das wird wohl ein altes Quallennetz sein. Oder ein alter Krabbenburger. Oder seine Lieblingsunterhosen. Was? Das sieht ja aus wie eine Klarinette. Und es riecht auch tatsächlich so. Aus bestem Treibholz handgeschnitzt. Und es steht sogar mein Name drauf. Was ist das? Thaddäus drückt einen Knopf und aus den Löchern der Klarinette erheben sich kleine Figuren, die einem Klarinette spielenden Thaddäus ziemlich ähnlich sehen. Dem Griesgram versagt vor Rührung fast die Stimme. Wow! Das ist das schönste Geschenk, das ich je bekommen habe. Ich komme mir vor wie ein alter Esel. Was habe ich dem armen SpongeBob nur angetan? Ah, hey, SpongeBob! SpongeBob? SpongeBob ist damit beschäftigt, den Weihnachtsschmuck von seiner Ananas herunterzuholen. Ich glaube, das brauche ich nicht mehr. Während in Thaddäus angesichts dieses Bilds des Jammers das Mitleid hochsteigt. Der arme kleine Kerl, er wollte doch allen nur eine Freude machen. Ich räume bei Thaddäus besser auch gleich auf. SpongeBob trottet mit gesenktem Haupt auf das Haus seines Nachbarn zu. Ho, 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 ho! Als er von ganz weit her etwas Seltsames hört. Hallo, wer ist da? Hä? Hallo? Ho, ho, ho! Ho, 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 ho! Hallo? Ja, wer ist da? Hä? Hallo? Los, zeig dich! Hallo? SpongeBob dreht und wendet sich in alle Richtungen. Aber er kommt nicht auf die Idee, hinauf zum Hausdach zu schauen, wo sich Thaddäus als Weihnachtsmann mit weißem Rauschebart und roter Mütze verkleidet hat. Bester, hier oben, du Blödmann! Ich meine, fröhliche Weihnachten, mein kleiner Junge. Aber kann das sein?
Ja, ich bin's persönlich, der Weihnachtsmann. Ho, ho, ho. Thaddäus Weihnachtsmann verliert plötzlich das Gleichgewicht und fällt vom Hausdach direkt vor SpongeBobs Füße. Der ist so aufgeregt, dass er das nicht mal komisch findet. Bist du der Weihnacht? Bleib ganz ruhig. Für den geschwächten Schwamm ist das im Moment irgendwie alles zu viel und er fällt erst mal kurz in Ohnmacht. SpongeBob! Bevor er sich wieder aufrappelt und den Weihnachtsmann selig umarmt. Ich hab's doch gewusst, dass du noch kommst. Aber bei genauerem Hinsehen kommt SpongeBob doch einiges seltsam vor. Oder zumindest anders, als Sandy das erzählt hat. Ja, aber sag mal, wo ist denn dein dicker Bauch? Naja, das kommt von dem hohen Druck unter Wasser auf meinen Körper. Wo ist das Rentier und der fliegende Schlitten? Beide habe ich dem Osterhasen ausgeliehen. Und was ist mit deiner Nase? Ich weiß ja, dass die groß sein soll. Aber so ein Riesenzinken? Hör mal, ich bin der Weihnachtsmann! Ist das schön? SpongeBob umarmt den Weihnachtsmann nochmal und lässt ihn fast nicht mehr los. Das ist das beste Geschenk, das du mir machen konntest. Danke, dass du Weihnachten nach Bikini Bottom gebracht hast. Ich hab Weihnachten nicht nach Bikini Bottom gebracht, Kleiner. Du warst das. Thaddäus Weihnachtsmann tätschelt ihm den Schwammkopf. Ich war das. Das ist jetzt wirklich zu viel für den erschöpften SpongeBob. Und er fällt endgültig in Ohnmacht. Gut, dass er seine miauende Hausschnecke Gary hat, die ihn auf ihrem Schneckenhaus in die Ananas buxiert. Thaddäus winkt den beiden hinterher. Fröhliche Weihnachten, SpongeBob. Fröhliche Weihnachten. Puh, so, das hätten wir also auch geschafft. Hast du auch ein Geschenk für mich, Weihnachtsmann? Von wegen. Vor Thaddäus steht aus heiterem Ozean ein klitzekleines Mädchen und schaut ihn mit leuchtenden Augen an. Also, tja, weißt du, ich bin nicht wirklich... Weiter so, Weihnachtsmann! An der Seite des Mädchens taucht plötzlich der gar nicht mehr ohnmächtige Schwammkopf auf. Siehst du, es gibt ihn wirklich. Er hat meinen Weihnachtswunsch erfüllt. Dich enttäuscht er bestimmt auch nicht. Genau. Sekunde, ja. Was bleibt Thaddäus anderes übrig? Er verschwindet in seinem Haus und sucht nach einem Geschenk. Okay, schnell jetzt. Was mögen kleine Mädchen? Streichhölzer oder Rasierzeug? Eine Kopie meiner Geburtsurkunde? Ich muss doch irgendwas haben. Denk nach. Ja, perfekt. Gütig lächelnd überreicht er seiner Besucherin eine knallrote Schraubzwinge. Hier, bitte, kleines Mädchen. Ho, ho, ho. Danke, Weihnachtsmann. Ist eigentlich ein gutes Gefühl. Gut, dass Thaddäus das so sieht. Denn vor seinem Haus hat sich bereits eine Meeresbewohnertraube gebildet. Weihnachtsmann, wo ist mein Geschenk? Ja, und mein. Und was ist mit mir? Mal sehen, was der Weihnachtsmann euch guten Leuten so alles mitgebracht hat. Blitzschnell schlüpft Thaddäus ins Haus und mustert seine Besitztümer. Los, lass dir was einfallen. Geschenke für die Leute. Für dich gibt's eine Schüssel Kartoffelpüree. Danke, Weihnachtsmann. Genau das wollte ich. Danke, Weihnachtsmann. Fröhliche Weihnachten. Wow, eine Armbanduhr. Thaddäus schenkt und schenkt und schenkt, bis auch der letzte Einwohner in Bikini Bottom glücklich und zufrieden ist. Danke, Weihnachtsmann. Was habe ich nur getan? Der Weihnachtsmann von Bikini Bottom reißt sich die Weihnachtsmannverkleidung vom Leib und schaut sich sein leeres Zuhause an. Ich habe all mein Hab und Gut hergegeben, damit SpongeBob nicht traurig ist. Ja, bin ich denn verrückt? Du kannst die Tür gleich aushängen, dann ist sie auch weg. Widerwillig öffnet Thaddäus für einen vermeintlichen Ich-will-ein-Geschenk-Nachzügler. Aber es ist bloß SpongeBob. Da
Amadeus, du hast ihn verpasst. Er war da, wie ich gesagt habe, und hat uns Geschenke gegeben. Er war fröhlich und hat einen Bart und eine große Nase und ganz rosige Bäckchen. Er war nett und freundlich und weihnachtlich. Sein Bäuchlein war klein, aber sein Haus war erfüllt mit Lachen und Freude. Er war so nett. Naja, wenigstens war es das jetzt. Thaddäus blickt erleichtert SpongeBob, der die Straße hinabtänzelt, hinterher, als ihm eine Flaschenpost auf seiner Schwelle ins Auge fällt. Hä? Was ist das? Schnell entrollt er den altmodisch weihnachtlich verzierten Brief. Lieber Thaddäus, danke für deine Hilfe. Du warst in diesem Jahr ein wirklich guter Junge. Herzliche Grüße, der Weihnachtsmann. Und als Thaddäus den Blick nach oben richtet, glaubt er, den Schatten eines großen, fliegenden Rentierschlittens zu sehen, auf dem der Weihnachtsmann sitzt und ihm fröhlich zuwinkt. Fröhliche Weihnachten! Fröhliche Weihnachten! Ach, ja. So hat mir Patchy die Bikini Bottom Weihnachtsgeschichte erzählt. Nicht wahr, ehrwürdiger Pirat? Und ich höre sie alle Jahre wieder gern. Hey, Patchy und Potty, möchtet ihr zum Abschied noch etwas sagen, bevor wir jetzt alle selbst Weihnachten feiern? Also, ich hoffe ehrlich, dass SpongeBobs Weihnachtsgeschichte euch gefallen hat und wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Das allerselbe wünsche ich euch auch. Frohes Fest und lasst's euch gut gehen, bis es dann weitergeht mit SpongeBob Schwammkopf. Oh, wer wohnt in der Ananas-Gast, sieht viel mehr. SpongeBob Schwammkopf, saugstark und gelb und porös und zwar sehr. SpongeBob Schwammkopf, wenn der Sinn nach pazifischem Blödsinn euch steht. SpongeBob Schwammkopf, dann schwingt euch an Deck und kommt gar nicht zu spät. SpongeBob Schwammkopf, SpongeBob Schwammkopf, SpongeBob Schwammkopf, SpongeBob Schwammkopf, Weihnacht unter Wasser. La 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 la.